Naja, egal. Egal. So. Fangen wir gleich mal an mit Spargel schälen. Wir haben hier wieder, was heißt wieder, wir haben hier deutscher Spargel. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was für einer, ob es ein Absberger ist oder ein, was der Holledau oder keine Ahnung, Schobenhausener. Frau schläft, kann ich jetzt nicht fragen. Egal. Heiß ist er. So. Das ist ganz gut. Dazu machen wir Schmelzkartoffeln. Zeige ich euch schon mal. Zack. Habe ich schon vorhin mal aufgesetzt. Das sind einfach diese neuen Kartoffeln, wo es jetzt gibt. Habe die ein bisschen abgewaschen und jetzt kochen die mit Kümmel, weil die ja dann ein ganz kleines bisschen mit Schale eben auch ein bisschen auskühlen sollen, damit wir es dann schälen können. Und dann werden die in der Butter in der Pfanne angeschmolzen. So. Das ist halt mal eine Alternative zu diesen klassischen Salzkartoffeln. So, ganz kleines bisschen haben die noch, dann sind die schon fertig. So, ich habe schon mal ein paar Stangen Spargel. Dann können wir die Kartoffeln auch schon abschütten. So, ich meine Uhr mache ich jetzt mal runter, die brauche ich jetzt eh nicht mehr. Lege ich da her. Wenn der Arbeit, meine Uhr lege ich nur an, eigentlich in den Ferien. In der Arbeit darf ich es eh nicht anziehen und in der Küche soll man keinen Schmuck tragen. Die Gefahr ist viel zu groß, natürlich stellt euch vor, Ring oder irgendwas oder tolle Fingernägel, falsche. Ihr, also natürlich nicht ich, sondern meine Mitarbeiter. Ihr macht da 30, 40 Kilo Kartoffelsalat an. Chef, mein Fingernagel ist weg. Chef, meine Uhr fehlt, mein Ring fehlt. Ja, könnt ihr euch vorstellen, was da los ist dann. Gibt es Finderlohn. Liebe Kinder, wer einen Ehering findet, bekommt bla 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 Eis bis zum Lebensende. Wäre doch mal eine tolle Geschichte dann. Eis bis zum Lebensende. Für den ehrlichen Finder, der den Ehering im Kartoffelsalat findet. Also, wir lassen es mal ein bisschen ruhig angehen, damit die jetzt noch nicht Zeit haben, Stream zu verfolgen. Nicht zu viel verpassen. Ich wollte eigentlich das Handtuch ein bisschen mehr ums Handgelenk wickeln. Einmal, damit hier nicht alles so nass ist. Der Spargel ist auch extrem viel Feuchtigkeit. Das gilt natürlich für allen Spargel. Und dann ist auch den Vorteil noch, dass er schön gleichmäßig aufliegt. Je nachdem, wenn der Spargeltopf frisch ist und ihr zu viel Spannung draufbringt, kann ja schon mal sein, dass er bricht. Deswegen nehme ich gern so ein Handtuch, damit eben das dann nicht passiert. Nochmal zur Frische. Wenn ihr, merkt man daran, wenn ihr die ein bisschen aneinander reibt und die so quietschen, das ist also auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der Spargel frisch ist. So. Naja, das ist doof, muss ich so wegschneiden, mache ich nachher rein. Wir packen den Spargel, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und drehen ihn. Und fahren knapp unter der Spitze. So 2 cm unter der Spitze fangen wir an zu schälen. Also weiter oben brauchen wir nichts wegschälen. Wichtig ist wirklich da, ihr solltet schauen, dass er kein Stück Schale stehen lässt, weil auf dem kaut er dann rum und meint er, dass der Spargel holzig ist. Dabei ist er nicht holzig, sondern ich habe einfach ein bisschen schlecht geschält. Sohn ist auf dem Yogi-Yo-Turnier. Das ist so ein Kartenspiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Frau liegt auf dem Sofa und schläft. Papa ist am Kochen. So. War von seit um 1 war ich am Golfplatz. Das waren die ersten 1, 2 Stunden, war es noch ganz schön kalt und windig. Dann kam ein bisschen mehr die Sonne raus und dann ging es eigentlich auch mit den Temperaturen her. Aber es war also maximal 9 Grad, also schon unter 10 Grad.
Wenn ihr den Spargel geschält habt und so diese klassische Variante jetzt wie wir, dass man es in Sud garen, empfiehlt sich, den Spargel in Portionen zu portionieren im Vorfeld. Und dann, ja, ich habe schon geschaut, ich habe leider keine Schnur da oder einen Bindfaden stabilen. Oder es geht auch mit dem Gummi, dass ich dann praktisch die Portionen, wo ich sage, okay, hier habe ich 300 Gramm oder 280 Gramm pro Person, nehme ich dann die Stangen und dann binde ich die Stangen ein bisschen zusammen. Dann weiß ich, aha, das ist eine Portion. Hat den Vorteil, dass die Spargeln dann im Topf schon mal leichter rauszunehmen sind, weil sie ja so ein Bündel sind. Und wenn ich den Spargel dann nicht wie wir jetzt heute zum Beispiel jetzt dann noch überbacken, sondern nur aus dem Sud mache und dann eben mit Hollandaise, dann habe ich auch die Portionen gleich. Ich nehme ein Bündel raus, da er ja mit dem Bindfaden schon portioniert ist, weiß ich, habe das eine Portion, lege das ganz kurz auf ein Küchenkrepp oder auf ein Handtuch, dass ein bisschen die Feuchtigkeit ablaufen kann und von da lege ich es auf den Teller und dann schneide ich die Schnur durch und so habe ich es auch von den Portionen her, bin ich mir genau sicher, ha, ich muss nicht groß rumzählen, dass halt jeder Gast, jeder Familienmitglied annähernd die gleiche Portion bekommt. Was auch gehen würde, wäre ein Gummi, aber ich habe auch keine Gummis im Hause, wo ich sage, mach links oben und unten ein Gummi rum, habe ich auch so die Portionen. Das empfiehlt sich. Dann ist es einfach leichter zu handeln. Außer wenn ihr sagt, ihr macht jetzt natürlich nur 500 Gramm, sind dann je nach Dicke zwischen 7 und 9 Stangen. Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht zwingend. Aber sobald ihr halt mehrere Portionen habt oder jetzt auch für viele Gäste macht, das ist auch eine Sache, Spargel, wo man super für mehrere Gäste machen kann. Ihr schält eben den Spargel, was ihr habt für eure Gäste. Also man sollte, sage ich mal, so 400 bis 500 Gramm brutto rechnen, wenn es jetzt richtig ein Spargelgericht werden soll, wo man sagt, oh, wir haben ja richtig gut Spargel gegessen. Also 500 Gramm Spargel brutto ergibt vielleicht so ein bisschen mehr wie 300 Gramm netto. Kommt ein bisschen drauf an, natürlich, wie frisch der Spargel ist, wie viel wir unten abschneiden müssen. So, ich tue mal ganz kurz jetzt die Kartoffeln vom Herd. Unsere neuen Kartoffeln, die wir in Kümmelwasser weich gekocht haben. Ich zeige es nochmal, die später dazugekommen sind. Also das sind die neuen Kartoffeln. Da habe ich jetzt ganz bewusst kleine genommen und von den kleinen auch noch die kleineren aussortiert. Die im Kümmelwasser jetzt weich gegart. Das schütte ich jetzt weg, das Wasser. Lass es ein bisschen auskühlen und dann werden die Kartoffeln geschält. So. Wasser ist weg. Jetzt können die ein bisschen auskühlen. So. Haufen Spargelschalen, was heißt ein Haufen? Ein paar am Boden. Sehr gefährlich. Kann man sehr leicht ausrutschen. So, jetzt habe ich nur zwei Stangen. Die schaffe ich jetzt auch ohne Tuch zu schälen. Ja, wie gesagt, also 500 Gramm Spargel ergibt ungefähr 300, 280, 320 Gramm geschälten Spargel. Und das ist dann schon eine schöne Portion. Da kann man sich auch dann mit Kartoffeln oder ein bisschen Beilage dann auch wirklich satt essen. Also wenn ich Spargel essen möchte oder ihr Spargel essen wollt und sagt, wir machen das als Familie, so oft machen wir es ja dann auch nicht, dann würde ich euch also schon sagen, kauft die pro Person so einen Pfund ein. Dann habt ihr auch wirklich alle ein bisschen Spargel ordentlich auf dem Teller. Wie gesagt, kann man auch für super für mehrere Gäste vorbereiten. Schälen macht ihr Vormittag, schon Nachmittag, je nachdem, wann eure Gäste kommen. So, und dann, je nachdem, wie viel Spargel, also ihr schält halt dann komplett euren Spargel, wiegt ihn alles nochmal ab und dann wisst ihr, wie viel Netto-Spargel ihr habt. Teilt es auf eure Distelfänge. Hallo, schön dich zu sehen. Ich bin gerade dabei zu erklären, wie Spargel für mehrere Personen zu kochen ist. Wir machen heute die klassische Variante Spargel im Sud. Ihr wiegt euren Spargel netto ab, nachdem er geschält ist. Teilt ihn nach der Anzahl der Gäste. Und dann wisst ihr, wie schwer eine Portion ist.
So, dann gibt es die Variante mit dem Gummi. Macht hier ein Gummi rum und hier ein Gummi rum. Dann habt ihr eben, wenn ihr Spargel klassisch macht, dass ihr sagt, wir machen eben Spargel aus dem Sud zu Hollandaise oder Butter. Nehmt ihr denn, wenn der Spargel gar ist, beziehungsweise wir kochen ja erstmal für mehrere Personen. Also Gummi rum. Es gibt auch die Variante mit einem Bindfaden. Hier Bindfaden rum, dann wickelt man so rum. Dann geht man hier so zwischen die Hände durch mit dem Bindfaden, wickelt hier unten rum. Kann das loslassen, legt es her, bindet es zusammen. So kann ich auch die Bündel machen. Spargelleser. Okay, ja, dann bist du ja genau richtig. Ich hoffe, du hast die eine oder andere Sendung, auch Stream gesehen, wo man am Donnerstag, Freitag haben wir aus Spargel ein Spargel-Cordon Bleu gemacht. Das war super, super, super lecker, muss ich sagen. Da haben wir Spargel mit Käse und Schinken umwickelt und das dann paniert und rausgebraten. Also wirklich, das kann ich dir nur empfehlen, wenn ihr Liebhaber seid, macht das mal, kocht das mal nach, wirklich. Dann haben wir ja Spargel aus dem Backofen hatten wir schon und den gebratenen grünen Spargel haben wir ja schon. Also wir haben jetzt kochen heute das vierte Mal Spargel schon und jedes Mal eine andere Variante. So, für mehrere Personen. Dann kocht er den Spargel mittags rum schon, kocht ihn so, dass er ein bisschen Biss hat, lasst ihn im Sud drin. Wenn eure Gäste dann kommen, es kommt bald Zeit zum Essen, Topf mit Spargelwasser hin, wo der Spargel drin liegt, einfach nochmal das Ganze heiß machen. Dann die Bündel, die ihr portioniert, dann raus aus dem Wasser, kurz auf ein Handtuch legen, vom Handtuch dann auf den Speiseteller, die Gummis oder den Bindfaden durchschneiden und so hat dann jeder Gast auch zügig seine Portion Spargel auf dem Teller. Oh, ist Silver, schlag mich tot, ist grün, das ist ein bisschen schwer zu lesen. Tut mir leid, das ist Silverella, glaube ich. Ja, Silverella. Ja, schönen guten Tag, ha? Schön, dass du reinschaust. Schmelzkartoffeln, ja, sie werden dann angeschmolzen in der Pfanne nochmal. Also ich wollte jetzt bewusst mal nicht immer nur Salzkartoffeln machen. Dazu habe ich neue Kartoffeln genommen und davon habe ich mir die kleinen noch ausgesucht. Die habe ich jetzt mit Schale in Wasser, wo ich Kümmel mit reingemacht habe, weich gekocht. Lasse ich jetzt ein bisschen auskühlen, dann werden die Kartoffeln geschält und dann nachher eben angeschmolzen in Butter oder in Öl. Also ich mache es in Butterschmalz. Das Schmelzkartoffeln. Genau, mit den Schmelzkartoffeln genau das gleiche. Die könnt ihr mittags kochen, schält er, legt auf die Seite. So, und wenn es dann die Gäste da sind, in ein, zwei Pfannen die Kartoffeln anschwenken, dann kann man die gut auf ein Blech legen und auch im Backofen heiß legen, dann bis der Spargel auch so heiß genug ist, um für mehrere Gäste das dann zügig zu servieren. Ich habe jetzt leider dummerweise natürlich kein Gummi da, kein Bindfaden da, warum auch immer, um das mal euch zu zeigen, wie das mit der Schnur geht. Da gibt es ein bisschen einen Trick, wo man einen ganz komischen Knoten macht und den Knoten hat den Vorteil, wenn ich es gebunden habe, kann ich so zusammenziehen und dann kommt nochmal Spannung drauf. Also wir schneiden den Spargel jetzt auch ein Stückchen ab. Der ist jetzt ziemlich topfrisch, braucht man nicht so viel abschneiden. Die Abschnitte schmeißen wir mal noch mit ins Wasser, weil wir vielleicht aus dem Sud dann eine Suppe kochen. Ne? Also aus Schalen mache ich schon ewig lang keine Suppe mehr. Mir persönlich ist es ein bisschen zu bitter, die Schalen. Und ich mache eigentlich, wenn ich Suppe mache, nur noch aus dem Sud, wo ich die Stangen gekocht habe. Gleich hier nochmal. Wie gesagt, je nach Frische des Spargels müsst ihr halt schauen. Man sieht es halt auch, wenn ihr unten hinschaut, ist da was Vertrocknetes, dann einfach die Stücke länger abschneiden. Ihr seht hier, das ist jetzt das Ende. Ja. So soll es eben nicht ausschauen, sondern einfach von diesem vertrockneten, äffelholzigen sollte nichts mehr zu sehen sein. Das ist ungefähr das Stück, was ihr abschneiden müsst. Ja. So, wir schalten zum Herd um. Da habe ich schon. Hoppala, das war wieder der falsche Knopf. Da. Jetzt. Wir brauchen einen Topf natürlich, wo, muss ich gerade mal schauen, ich habe es gerade ausgetestet, wo der Spargel natürlich von der Länge her reinpasst. Ja, passt gut rein.
hole ich mal noch Salz, wir brauchen Zucker. So, und das Spargelwasser, da waren die Kartoffeln drauf da hinten. Das können wir jetzt ausschalten. Schalten hier mal auf Voll Power, dass sich da dann auch gleich ein bisschen was bewegt. Spargelwasser würzen wir mit Salz. Zucker. Zitrone. Da habe ich schon gesehen, dass die Frau irgendwie seit längerem schon so ein zitrones Ding da hat oder was weiß ich, wie wir es nennen wollen. Und ja, das soll halt jetzt mal leer werden. Ich koche eigentlich mit sowas eigentlich nicht. Ich habe es ja gar nicht probiert schon mal, ob das jetzt purer Zitronensaft ist oder irgendwie noch ja, gestreckter, wo noch ein bisschen Wasser mit dabei ist. Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal her, dass das leer wird. Zitrone, Salz, Zucker und ein bisschen Butter machen wir rein. Das ist so, das, wie man so ein Spargelwasser eigentlich klassisch würzt. Warten jetzt ein bisschen, bis das Wasser ein bisschen Temperatur hat, sodass unser Salz, da hängt noch ein bisschen Kümmel dort von unserem, ach, da bestimmt die Frau gefrühstückt, die Seelen, dass das so ungefähr Temperatur, dass sich unser Salz und Zucker schön aufgelöst hat, weil dann wollen wir das auch probieren, unser Salzwasser, weil es soll halt jetzt die Zutaten, wo wir da reingemacht haben, sollen auch ein bisschen rausschmecken. Weil den Geschmack vom Wasser wollen wir ja dann ein bisschen an den Spargel übertragen. Funktioniert natürlich auch nur dann, wenn das Ganze natürlich dementsprechend überhaupt schon noch Salz, Zucker, leicht Zitrone schmeckt. Wenn das jetzt minimal schmeckt oder fast gar nicht, dann werden wir auch das nicht schaffen, dass wir es an Spargel übertragen. So als Faustregel, wenn der Spargel so vor sich hin siedet, circa 20 Minuten, dann ist er gar. Dann sollte er den aber auch rausnehmen aus dem Topf und essen, weil er sonst natürlich durch den heißen Sud noch weiter gart. Spargel ist auch ein bisschen unterschiedlich. Die einen, die sagen, oh, ich mag den butterweich. Die anderen sagen, ich mag den ein bisschen mit Biss. Das müsst ihr ein bisschen berücksichtigen, eben wie ihr das dann individuell selber gerne hättet. Und dementsprechend richtet sich dann die Garzeit. Ich ärgere das jetzt ein bisschen, dass ich keinen Bindfaden da habe. Inirax, hallo, schön dich zu sehen. Jetzt muss ich hier nochmal mein Tablet anschmeißen. Jetzt habe ich ja mein Chat am Herd gar nicht. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich muss mein Tablet schnell holen. Schlecht vorbereitet. Das kann sein, dass ich irgendein Familienmitglied das auch verzogen hat. Hab's gefunden. So. Weil da habe ich hier mit meinem Tablet habe ich immer einen Chat am Herd, weil mein Streamrechner, der steht direkt rechts von meinem Arbeitsplatz. So. Ich habe jetzt mein Tablet. Schnell mal Chat da einstellen. Ja, zack. So, dann brauche ich hier das. Nein, ich muss erst hier Display einstellen. Display ist eine Einstellung. Einstellung. Display, Ruhezustand, niemals. Zack, jetzt brauche ich noch einen Twitch-Chat, das habe ich schon hier irgendwo. Twitch-Chat, oh Mann, was ist denn hier alles offen? YouTube, Wetter, Telekom, Facebook. Und natürlich, was nicht offen ist, ist mein Regler, mein Twitch. Aber dann habe ich hier Twitch. Oh Mann, wie hat sich hier wieder zu schaffen gemacht? Kanal, City. Dann gibt es hier auf der dieser Twitch-App irgendwie eine Option, nur Chat. Finde ich cool und dann habe ich hier nur einen Chat. Hätte. Netzwerkfehler, was will ein Netzwerkfehler? Gibt da gerade kein Netzwerk. Egal, warten wir halt kurz, bis er da ist der Nachtmodus, was hast du denn da alles eingestellt? Zeugmodus, Nachtmodus. Okay, komm jetzt auch nicht weiter, was da alles eingestellt worden ist. Weiß nicht, wer sich da vergangen hat an meinem. Jetzt zeigt man Flugzeug an, den Mond zeigt er mal an im Display, also dieses Symbol oben. Ja, keine Ahnung, wer da alles rumgebastelt hat. Okay, wir wollten das probieren. Vielleicht kriegt das sicher, weil Netz hinter momentan auch keins. Auch ein Rätsel, egal. Ja,
Ja, neue Kartoffeln, das sind die Kartoffeln, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, werden ja generell dreimal im Jahr, es gibt die Frühkartoffeln, ja, und die dann, glaube ich, irgendwie so im Herbst wird ja oft auch nochmal geerntet. Und die neuen Kartoffeln, das sind die Kartoffeln, die jetzt der Bauer schon die ersten aus der Erde geholt hat. Das sind neue Kartoffeln. Also die Kartoffeln werden ja zum Teil extrem lang gelagert. Neue Kartoffeln sind die, wo er jetzt aus der Erde raus hat und die jetzt eben schon im Markt sind. Hier, also das ist so klassisch dran zu erkennen. Also die neuen Kartoffeln setzen natürlich auch an der Größe. Ja, also oft, also sie sind jetzt schon sehr klein, habe ich bewusst da so ausgesucht. Auch, die haben extrem helle